Hallo und willkommen zurück bei Ark Survival Evolved mit Anduin Hallo, grüß euch. und meiner Wenigkeit Tibra. So, Dodo von rechts nach links, bitte vorbei und Das ich. Wölkchen ist an dir nur dran, gell? Ach du Also. Kacke, jetzt habe ich so schön eingepackt. Ja, ich hab gewartet, bis der Randl weg bist. Das ist unfair. Ja, Wölkchen, komm, wir packen dich wieder ein. Ja. Warte, wollt ihr eine Frau beim Einpacken? Warte, einen Moment, warte noch nicht. So, geht schon. Du kannst schon anfangen. Also vorher, es war schade, dass wir es nicht in der Aufnahme haben. Es bestätigt wieder. Nicht mich, du weißt, ich kann sehr gut Auto fahren. Schau mal, dass es drinnen ist und dann. Jetzt schaut es extra fünfmal nach. Noch stimmt die Richtung. Also es stimmt auch, wenn es schön einparken, dann dauert es circa eine halbe Stunde. Ja, das bestätigt sie gerade. Du bist schon ein bisschen gemein. Schau. So, geht. Oh, Achtung, Kaiser Franz. Achtung! Der Arme. Du musst da ausdrehen. Ausdrehen, so. Ja, schaut gut aus. Super, perfekt. Hab dich auch liebe. Da steht's, die Armada. Genau. So Es tut ist wie sie. bei Du bist Schifferl jetzt dran. versenken. Genau. Wir dann. Ups, so. Dinos versenken. Nein. Ja, überhaupt, wenn die Tibra oben sitzt. Dinos in die Parklücke Nein, das versenken. stimmt nicht. Am meisten hat bis jetzt die versenkt. Wir kommen ständig irgendwelche abhanden. So, das ist der kleine jugendliche Stampede. Ja, du bist schon ein bisschen Vertraust du mir größer. dein Fräulein Richthofen an oder muss ich warten, bis der meinige soweit ist? Ich vertraue es dir an, denn ich weiß, wenn du sie abschließt. Na, ich schieße Naja, aber wenn du damit vom Himmel fällst, dann ja bekomme nicht ich ein neues Fräulein, ja? ab. Ja. Ja, gut. So. Schau sie dir nochmal an. Na, ich brauche nur Fleisch. Genau. Weil wir sind ja Irgendwas. auf der Suche nach einem männlichen T-Rex. Und sollten wir einen finden, sollten wir Fleisch mit haben. Hallo, nicht wegbewegen. Was tust du? Wenn der jetzt wegschubst. Was hättest denn gern gelevelt bei ihm? Bei ihr. Ja, ich bin beeindruckt. Was Gewicht hätte ich? kriegt's. So, Ja. fertig. Komm, wir fliegen. Die ist uns zu laut. Die macht auf dicke Hose. Ja, mit vollen Hosen kann man leicht stinken. Du passt lieber Meine. auf, dass du nicht wieder drunter stehst, wenn die Kugel kommt. Stimmt, ja. Das muss ich mir in der vorigen Aufnahme anschauen, ob die das wirklich getroffen hat, oder? Ja, voll. Für das bist du ja relativ rein unterwegs. Es war eine dicke Kugel. Schon ist abgewaschen wieder. Ja. So. Das Wow. wäre mal Realismus in einem Game. Wenn dann so ein Saurier ankackt und dann biegt es tagelang auf dem Gewand. Ja, das gibt's aber erst mit Geruchs. Na danke. Tussinella. Du meinst wie ja mit Geruch oder So in etwa, ja. Oh Gott. Ich habe nämlich vor, mir eine Murmel zu tämen. Ja, das ist unfair. Du weißt, dass die da draußen herumkrebst. Du musst sie nicht mehr suchen. Ich kann wieder alles abfliegen für meinen männlichen T-Rex. So, wechsle Aggression zu neutral. Na, zu neutral, ja. Ja, sorry. Ja. Wechsle Aggression zu passiv. Dahin gehöre ich. Nein. Ja, passiv. Bei Passiv, glaube ich, steht, greift dein Ziel an.
Ich weiß nicht, liest das? Na, passiv. Oh, Okay. jetzt tut sie nämlich nicht. Glaube ich. Sicher. Das werden wir gleich sehen. Dann habe ich nämlich. Ich muss gleich das Fräulein Richthofen auch noch einstellen. Ach, ich hab Schau, keine Mio, wäre wen es nicht. greifst Ich du an? Eierbäcker. Aggressionslevel passiv. Ja, Kann kannst ich du machen. jetzt kann ich zurücklaufen um Mioberis. Bis ich Ich mit bin ihr da leider schon reversiert weg. habe. Ja, bis ich mit ihr reversiert habe. Mit Ja, dem Wölkchen. und nein, mit der Tussilin. Ah, siehst du, es geht aber vom Wölkchen aus auch. Und die hat auch viel Leben. Die stößt einfach hin und schießt vor ihr runter. Und die ist leichter zum Bewegen unter Umständen. Ja, hast Die fast zwei gibt's vermutlich da auch recht. noch, oder? Ich werde die zwei kurz austauschen. Komm her, Also zart, diese zartes Allosaurus da, die Mädchen. gefallen mir auch sehr gut. Okay, die habe ich jetzt nicht im Gedächtnis, wie die ausschauen. Ja, Immer schön wie ein hinterher. kleiner T-Rex und sportlicher. Nicht so einen Motorrad dicken fahren. Wams. Ja, ein bisschen kräftiger wie die, na wie heißen es, Raptoren. Ah, das ist aber durchaus interessant. Ach Gott, frisst und kackt ist ja sensationell. Gut, Wölkchen, jetzt habe ich dich so kompliziert eingeparkt, jetzt darfst du wieder mit und ich hole Mioberis. Also, Mioberis, deswegen bin ich ja eigentlich hier. Ah, da Mios. läuft der Raptor durch die Gegend. Okay. Der T-Rex frisst jetzt den Raptor, der Raptor frisst den Parasaurus. Oder fressen beide den Parasaurus? Wer weiß das so genau? Wo bist du, bitte? Ich fliege rund um unsere Insel und bin jetzt auf der Westseite von unserer Insel. Ein Okay. Spinno und eben zwei Allosaurus. Ist es in der Nähe von mir? Das ist, wenn du bei uns da unten durchgehst, den langen Strand entlang, bis zur Spitze noch vor, wo ich vorhin im Pteranodon getämpft Ah, habe. okay. Und da dann eben die Westseite rauf. Na, da bin ich weiter weg. Und Gott da ist sei ein Dank. Ja? T-Rex, zwei Allosaurus, Du ein Wölkchen. Raptor und ein Spinner. Nach kompliziertem Einparkmanöver darfst du jetzt wieder raus. Na, geh weg. Aber leider wie immer ein weiblicher T-Rex. Wie könnte es anders sein? Komm her, großes Mädchen. Oh, was ist das da? Oh, ein Allosaurus Alpha, glaube ich. Der hat so einen komischen. Der leuchtet so merkwürdig. Du warst sicher ein Alpha-Tierchen. Männlicher Allosaurus 12, 11 und ja, vor allem Ah, weil es ein fürs Rudel auch Mädchen. noch sind. Oh, das ist ein Rex, ist da auch dabei. Ein männlicher? Na, weiblicher Rex, oder? Der Rex kämpft gegen die Allo, oder was? Na, da ist nur ein Kanu. So, da vorne ist die Kugel, eine Murmel, ein kleiner Steinklopfer und ich glaube sogar, es ist weiblich. Ich schaue noch mal kurz. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, weiblich. Oh, das Ding schaut irgendwie sehr komisch aus. Wie ein Gürteltier. Jetzt stellen wir mal das Wölkchen auf passiv. Es sind Narkotikpfeile aufgelegt und jetzt wird gezielt. Gehört denn nicht hinter den Stachelgrün. Zwei Spinos. Ein Spinobärchen, oder?
Schaut zumindest so aus. Ups, das ist gar nicht so einfach. Ups, das war. Sag mal, spürt die überhaupt was? Oh ja, es spürt was. Es kümpft. Ungefähr. Weg. Nein, lass mein Mädchen in Ruhe. Du bist wirklich harte Nuss. Naja, bei Level 40 wird es ein paar Pfeile vertrauen. Im schlimmsten Fall musst du halt runter und mit ihr ein bisschen laufen. Oh shit, ich habe keine Munition. Ich habe jetzt alle verbraucht, die hat 25 Pfeile geschluckt. Oh, ich flüchte. Das ist heftig. Mhm. Pass auf, dass das Wölkchen nicht liegt. Es verfolgt mich, aber ich bin schneller. Ja, ich denke mir, die Kugel wird nicht allzu schnell sein. Also mit der kannst du zum Beispiel auch laufen. Also, dass die Pfeile abschießt, wieder ein wenig. Ich habe keine Pfeile mehr. Ja, ich weiß schon. Hm. Oh, okay. Das sind Adler. Hier ist ein. Und ein schöner. Darf er jetzt wohl nicht wahr sein? Okay, sie hat die Spur verloren. Du warst aber auch. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Dem habe ich echt nicht gerechnet. Oh, Delfin. Und ein Hai. Oh, meine Wolke. Du wirst vorerst wieder mal eingepackt. Aufs Neue.
So, dahinter steht richtig. Ach, bitte, geht der rucki zucki das einpacken. Da gibt es nichts zu meckern. So, wie geht's dem kleinen Jugendlichen? Der wird immer größer. Na cool. Oh, weißt du, was ich gerade sehe im Wasser? Rochen. Oh, schön. Ja, den hätte ich auch noch gern, aber da braucht man Wassergehege. Da müssen wir Wassergehege bauen, ja. Cool. Geh weg da. Ich brauche die Pfeile. Brauche Pfeile. Narkotics. Die Kugel hole ich mir, die ist fällig, die ist mir egal. Also wenn du schon Pfeile genommen hast von unten vom Erdgeschoss, dann weiß ich nicht, wie viel jetzt noch da sind, weil ich glaube, ich habe nur einen fünf. 25. Ja, aber es 25. verliert die Wirkung, gell? Also bis du hinkommst, ist die Wirkung von den anderen, von den ersten weg. Du kannst ja, es sind normale Pfeile auch drin, kann ich dann selber die Narkotikpfeile machen? Wenn Neue. du ein paar Punkte hast, lernen die Pfeile, so viel brauchen die nicht. Okay. Also normale Pfeile kann ich. Na gut, dann lernst du einfach nur den Narkosepfeil jetzt noch, wenn du ein paar Punkte hast. Okay. Also es braucht wirklich nicht viel. Wo ist der ungefähr? Hast du eine Idee, dass ich nicht zu lang Beim suche? Engram in die oberen Zeilen irgendwo, oberen drei, vier Zeilen. Steinpfeil nach dem Steinpfeil. Ja, ein, zwei Reihen nach dem Steinpfeil. Betäubungspfeil, Genau. ja. Okay, da muss ich zuerst Narkotik lernen. Und fürs Narkotik wirst du wahrscheinlich im Mörser lernen müssen. Ja, das geht Ja, immer so, den weißt kann du. ich, den kann ich. Da ist schon wieder der Alpha-Kano, dieses. Der aus in Wo Richthofen war der jetzt? auf den Der ist gebissen da. hat. Der Kackstiefel. Gut, haben wir denn Narkotics? Narkotik haben wir jede Menge, sind im Schlafzimmer in der Kiste. Im Schlafzimmer in der Ja, Kiste, am Fuß alles des klar. Bettes sind da zwei Kisten und oft in der rechten Ja. sind jede Menge Narkotics. Hier soll das Büro hinkommen, ist noch sehr leer. Führe gerade durchs Haus. In der Kiste am Fuß des Bettes. Nein. Hallo, ich will da wieder raus. Hab nicht in die Fahrt sitzen. Ich habe auf das Bett geklickt. Wie komme ich da wieder raus? Wie was aufs Bett? Ja, und jetzt könnte ich reisen. Nein, Käse. mit Escape abbrechen geht nicht. Nein, da komme ich zu den Optionen. Okay, die darf ich mal abbrechen. Ich komme immer wieder dorthin zurück. Hab schon. Ja, der Bildschirm ist so groß. So, ich brauche Holz. Dann kann ich auch Pfeile machen. Voilà. Wie spät haben wir's? Wir haben 19 Minuten. Okay, ist glaube ich eine gute Zeit für einen Cut. Warte, lass mich nur kurz landen, weil dem Fräulein geht die Puste aus Hoppla. und die will nicht mitten im Dschungel zur Notlandung antreten. So, Okay. geht. Also, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und schaut wieder rein bei Ark Survival Wolf mit Anduin und Tibra. Ciao! Ciao.